Ob auf PCs, Konsolen, Smartphones oder Tablets. Computerspiele und Videospiele sind bei Jung und Alt beliebt. Über 52% der europäischen Bevölkerung zwischen 6 und 64 Jahren verbringen ihre Freizeit gerne mit digitalen Games. Lange Zeit spielte der Gaming-Sektor in der Politik kaum eine Rolle. Diese Zeit ist nun vorbei. Die Videospielindustrie ist schon größer als Hollywood. Einkünfte von über 23 Milliarden Euro pro Jahr. Ein großer wirtschaftlicher Faktor. Deswegen wünschen sich die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, dass mehr dazu beigetragen wird, Entwicklung und Innovation auf diesem Sektor voranzubringen. Die EU brauche eine Strategie, um die Entwicklung von Videogames in Europa attraktiver zu machen und europäische Talente zu fördern. Ein Problem ist die Vertretung von Frauen. 50% der Frauen spielen Videospiele, aber nur 1% sind auch beschäftigt in diesem Sektor. Das heißt, wir müssen da besser abschneiden. Wir müssen den Frauen Karrierechancen in diesem Sektor bieten, aber auch ein digitales Umfeld ohne Mobbing und mit europäischen Werten. Das Europäische Parlament möchte außerdem die Regeln zum Schutz von Spielerinnen und Spielern harmonisieren. Die Politik will zum Beispiel gegen Lootboxen vorgehen. Das sind Kisten in Spielen, in denen sich zufällige virtuelle Gegenstände befinden. Oft kann man sich diese Boxen für echtes Geld kaufen. Die jetzige Verwendung von Lootboxen kann süchtig machen und Menschen, die zu Suchtproblemen neigen, werden dadurch gefährdet. Und es ist einfach schlecht für die Spielerfahrung. Mit diesem Bericht werden wir anfangen, die Verwendung von Lootboxen zu verbieten. Mehr Aufmerksamkeit soll auch das Thema E-Sports bekommen, also Wettbewerbe und Turniere, wo mehrere Teams gegeneinander in Computerspielen antreten. Zusammen mit Leuten aus der Gaming-Industrie arbeiten die Mitglieder des Europaparlaments an einer Strategie, um Manipulation, illegalem Glücksspiel und Doping vorzubeugen.